We gon' put her all in. Yeah, can't take a loss. I don't trust you when you talk. You talk a lot. Acting like a zombie, copy how they talk. What's the drip? I don't think they dripping. $1,000 jeans, tell me why they got the ribs then. So, das neue Update ist da und ich bin mega gehypt, weil es gibt eine neue Waffe. In Gefechten auf engem Raum ist diese Salvenmaschinenpistole absolut verheerend. Ah ja. Also ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die sich spielen lässt. Dann hier noch der neue Shop. Es gibt hier diese Skins, neuen Styles. Keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so nice. Achso, noch ganz kurz, bevor das Video beginnt. Falls ihr noch nicht abonniert habt, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr es machen würdet. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und rechts daneben könnt ihr dann auch noch die Glocke aktivieren. Falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, geht einfach in den Fortnite-Shop. Dann könnt ihr rechts unten bei Unterstützer ein Creator meinen Creator-Code eintragen. ArianFN. Also einfach, wenn ihr das nächste Mal Fortnite spielt, kostet nichts und geht mega schnell. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Video. So, Pleasant Park. Ja, hier sind auf jeden Fall viele. Der hat den anderen gespitzhackt. Ich wusste, dass er low war, weil die haben sich ja gegenseitig gespitzhackt. Also zuallererst, die schallgedämpfte MP wurde entfernt und dafür ist halt jetzt die neue Burst SMG, Burst MP drin. Ich hoffe mal, die ist jetzt am Anfang nicht zu selten. Also ich hoffe mal, dass ich die gleich finde. Ah, der hat die, glaube ich. Oder? Ja, das war die. Oh ja, hier. Salvenmaschinenpistole. So, gegen was soll ich jetzt die Heavy-Sniper nehmen? Ja, komm, ich mach mal so. Komm, ich will die direkt ausprobieren. Okay. Junge, was driftet er jetzt? Die Waffe, Alter. So, ich gebe mir erstmal kurz das Medikit. Also die gibt es auf jeden Fall in Grau, Grün und Blau. So, jetzt noch die lilane Shotgun. So, komm, bitte Schild. Fuck. Komm, bitte Schild. Nein, noch ein Rift. Au. Nice. Ich muss auf jeden Fall mal die nächsten Tage schauen, was jetzt besser ist, ob... die Burst MP oder das Trommelgewehr. Also in Grau macht die 23 Schaden. Okay. So, ich weiß nicht, soll ich direkt driften? Ja, komm. Wo ist einer? Junge. Oh, der zieht blau. Nice. Dankeschön. So, komm, ich rifte mal direkt. So, komm, wo sind Gegner? Ich will die Waffe auf jeden Fall noch ein bisschen ausprobieren. Ah, da kommt einer. Junge. Es ist halt so OP, sich da oben drauf zu stellen, einfach mit der Shotgun zu schießen. Das ist halt so viel Schaden.
Ah ja. Junge. 120er und dann noch ein 50er. Alter, was ging da denn ab? Ja, für Waldkampf ist sie nicht. So, den hole ich mir auf jeden Fall. Wo willst du hin? Alter, ganzes Schild weg. Nein, ich wusste es. Ich wusste es. Ich muss weg hier. Nein. Der ist auf jeden Fall hartnäckig. Ich brauche halt unbedingt irgendwie Bandagen oder so. Ja, ein Slurp. Sucht er da? GG. Also das, was ich von der MP bis jetzt gesehen habe, die ist halt schon echt gut, aber im Gegensatz zu der Shotgun halt jetzt, ist sie halt nichts. Die Shotgun ist halt einfach so stark und braucht eigentlich gar keine MP. Also die ist halt schon echt gut, aber ich spiele eigentlich lieber einfach nur eine Shotgun und Navy Sniper. Und hier ist einer drin. Was macht er? Commander 2004. Ah ja. Der Laser. Soll ich versuchen, mit Spitzhacke zu holen? Ich weiß nicht.
Also. Letzter Kill mit Spitzhacke. Ich hoffe, euch hat es dir gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, wie ihr die neue Waffe findet. Creator Code Ariana für nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.